wieder kommt der Zweikampfsieger, den Ibonik bleibt, jetzt gibt es Strafe. Jetzt gibt es Strafe nach Foul an Raffel. Buckley wird gehen. Sitzt schon. Wenn Linz dort fortsetzt mit dem Penalty-Killing wie im zweiten Drittel, ja, da ging er nur auf den Körper von Michi Raffel. Dann braucht sich Buckley keine Sorgen zu machen. Denn das war wirklich allererste Güte. Raffel scheint durchzuhalten, war ja fraglich. Er möchte 5 Minuten haben. Aber da lassen sie die Schiedsrichter nicht überzeugen. Hier nochmal. Geht mit dem Ellbogen gegen den Kopf von Raffel. Fordert zu Unrecht Johannes Grünwald.